So, hallo, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Schenks Kosmos. Heute geht es darum, dass ich bei Facebook in meiner Timeline dieses Bild sah und da wird etwas behauptet, was eigentlich unmöglich ist, nämlich ja, Speed of Light, dann steht da die Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde, darunter ist ein Bild zu sehen von der Cheops-Pyramide und dann wird behauptet, dass die Cheops-Pyramide auf dem Breitengrad steht, der identisch ist mit dem Wert der Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Und dann steht da Zufall? Fragezeichen. Ja, dann habe ich gedacht, was für ein Blödsinn. Und bin der Geschichte mal nachgegangen oder habe gedacht, man muss es ja nicht unbedingt glauben, sondern man könnte es ja mal überprüfen. Man kann sich natürlich immer auf den Standpunkt stellen, dass für unmöglich gehaltene Zusammenhänge ganz generell keiner Überprüfung bedürfen. Und dann ist man natürlich immer automatisch Mitglied einer sehr großen Menge von Gleichgesinnten, die eben auch glauben, dass unmögliche Dinge nicht sein können und dass man sie deshalb auch nicht überprüfen muss und so weiter und so fort. Man hat aber die Freiheit, ja, diesen Wert einfach mal bei Google Maps einzugeben und zu gucken, was dann dabei rauskommt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe rausgefunden, dass das tatsächlich zutrifft. Ich halte das für Megaklops, ja, dass diese beiden Werte identisch sind. Und um das zu veranschaulichen, habe ich das Video gemacht. Und genau, jetzt gehen wir mal hier auf diese Webseite. Genau. Und interessanterweise habe ich da jetzt zuvor für den Breitengrad 0 und für den Längengrad 0 eingegeben. Und da landet man da tatsächlich irgendwo hier. Ich kann mal rauszoomen, dann findet man es. Irgendwo. Ja, da bei Westafrika. Da kreuzt also Äquator und Nullmeridian. Der läuft hier oben durch Greenwich. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts festgelegt worden. Okay, und jetzt geben wir mal hier den Wert der Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde ein. Das ist der Wert. Und der Wert für den Längengrad, den habe ich vorbereitet. Das ist hier, den kopiere ich mal schnell. Den gebe ich hier auch ein. Einfügen. Hier muss man noch einen Punkt einfügen. Und damit wir dann nicht zu hoch sind, zoome ich mal ein bisschen rein, damit man auch was sehen kann. Damit man die Pyramide, falls sie denn im Fenster erscheint, auch erkennen kann. So, das ist jetzt Mallorca. Adresse anfordern, das ist hier. Da klicke ich jetzt drauf. Zack. Und dann ist man tatsächlich mit dem Fenster genau über dieser Pyramide. Da, wo der rote Punkt ist, der orange-rote Punkt, der befindet sich im Schnittpunkt zweier Diagonalen hier. Die Perspektive des Fotos ist ja ein bisschen schräg. Das heißt, die Spitze der Pyramide ist nach Osten geneigt. Aber der Punkt befindet sich wirklich in der Mitte, würde ich jetzt sagen. Ja. Dieser Pyramide, die übrigens exakt Nord-Süd-West-Ost ausgerichtet ist. Wie das auch immer möglich war, dass man zu der Zeit schon so genau bauen konnte. Und dann so ein gigantisches Bauwerk. So, damit aber nicht genug. Ich habe das natürlich noch bei Google Maps auch überprüft. Da befinden wir uns jetzt hier über Bonn. Und um zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert, habe ich hier erstmal die Koordinaten meines Zuhauses eingegeben. Das ist in Wesseling, das ist also 50. Breitengrad und das hier ist der Längengrad. 1000 Meter ist die Höhe der Kamera und ja, das ist ein kompletter Link. https://www.googlemaps und dann kommen die Koordinaten und wenn man das jetzt kopiert und hier oben einfügt, einfügen, aufrufen, zack, dann ist man da, wo ich wohne, das ist hier, genau, Klavierunterricht im Kölner Süden, das bin ich. So, weiter geht's.
Das hier ist jetzt der von mir vorbereitete Link bei Google Maps mit hier dem Wert der Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Und dann hier, das ist der Längengrad der Cheops-Pyramide. Der Breitengrad ist frei gewählt, wenn man so will. Ja, ich kopiere das ganze Ding ein, kopieren und dann trage ich es da oben rein, einfügen, aufrufen und zack, bitteschön. Ja, wenn man hier in diesem Fenster zwei Diagonalen hätte, dann würden die sich auf der Spitze von dieser Pyramide kreuzen. Ja, ich finde das eine echte Sensation. Man kann auch sehen, wenn ich jetzt hier anfasse und verschiebe, dann ändert sich sofort der Wert hier oben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Pyramide ein bisschen nach unten schiebe, zack. Ja, dann haben wir schon nicht mehr die Lichtgeschwindigkeit. Hier oben steht hier 299819408 als Breitengrad. Oder umgekehrt, ich schiebe die nach oben, 299756957. Irgendwas anderes. So, ich kopiere nochmal den ursprünglichen Link rein, einfügen. Ja, jetzt nehmen wir eine andere Betrachtungshöhe. Sagen wir mal 150 Meter. Enter. Zack. Ja, ich habe es nicht für möglich gehalten und habe es nun über zwei Webseiten ausprobiert und es stimmt haargenau. Ihr könnt es gerne auch nachprüfen. Also ich halte das für nichts weniger als eine Mega-Sensation und ich finde die Frage, ob das ein Zufall ist, völlig abwegig. Insbesondere nachdem ich das jetzt alles nachgerechnet, nachgeprüft habe. Und wie ich in einem anderen Beispiel aufzeigen kann, gibt es einen weiteren Hinweis auf den Wert der Lichtgeschwindigkeit in dieser Pyramide. Und die Ägypter dürften nach der gültigen Lehrmeinung weder das metrische System noch die Lichtgeschwindigkeit gekannt haben. Wie ist es also möglich, dass sich hier dieser Wert bis auf die letzte Stelle so buchstäblich aufdrängt? Ich finde, diese Frage steht doch absolut im Raum. Da kann man doch nicht sagen, Zufall, das ist Zufall. Das ist, finde ich, erbärmlich als Erklärung für so eine Koinzidenz. Und als Armutszeugnis für unsere Wissenschaft empfinde ich den Umstand, dass sich eben nicht Heerscharen von Wissenschaftlern, Geologen, Archäologen, Mathematikern über diesen und viele weitere unerklärbare Zusammenhänge in der Verbindung mit dieser Pyramide machen. Ein Freund hat es mal so ausgedrückt: Viele, fast alle bekannten Wissenschaftler weigern sich dazu, öffentlich Stellung zu beziehen, weil sie gegen die Fakten nicht ankommen. Sie müssten automatisch zugeben, dass hier irgendeine fremde, vielleicht sogar außerirdische Zivilisation im Spiel war. Und das würde eben automatisch ihr Karriereende bedeuten. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall eine Menge Anlass, mal in Ruhe darüber nachzudenken, wie das überhaupt möglich sein kann. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich verabschiede mich und hinterlasst einen Kommentar oder, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Johannes Schenk.